Was für ein Tag. So, ich bin bereit. Wofür? Ja, deine Kellnerin fällt aus und ich bring für sie ein. Ach. Du hast gemogelt. Von wegen. Das muss ja irgendwo draufstehen. Die kommen aus Zypern. Aus Italien. Entschuldigung, aber ich konnte nicht anders. Ja, schon in Ordnung. Wir nehmen dann die italienischen, oder? Gerne. Schmecken sehr gut. Ein Pfund von denen, bitte. Eine hervorragende Wahl. Möchtest du noch was trinken? Na, ich hätte jetzt natürlich ganz gerne einen doppelten Whisky, aber geht natürlich nicht. Auf mich musst du keine Rücksicht nehmen. Komm sofort. Schenke ich denen 8 Wochen Kenia und was machen die? Fliegen nicht hin. Einziger persönlicher Affront. Ja, du wolltest sie loswerden. Aber Wendegen hat wirklich etwas gegen die Holding. Brauche ich das recht, keine Unterstützung. Vaters trutschiger Anhang soll mal lieber Briefe abtippen, statt sich in irgendwelche Vertragsverhandlungen einzumischen. Kitty, Ihre Anrufe sind mindestens so erfreulich wie eine Os auf dem Börsenmarkt. Ich fürchte nur, Ihre Bemühungen waren umsonst. Der Graf und seine Frau gehen gleich. Keine Sorge, für einen kleinen Appell an die Freundschaft reicht die Zeit schon noch aus. Wünschen die Herrschaften noch einen Digestif? Ja, ich hätte gern von diesem köstlichen sizilianischen Grappa. Kommt sofort, Graf Lahnstein. Und für Sie? Für mich nichts, danke. Bin gleich wieder da. Ja. Adrian, was tust du da? Ich halte es einfach nicht mehr aus. Du musst, ich schaff das doch auch. Ja, weil du Menschen hast, die sich um dich kümmern. Aber ich weiß jetzt, dass ich mich auf niemanden verlassen kann. Das ist eigentlich auch keine wirklich neue Erkenntnis. Ja, ist schon in Ordnung. Ich weiß ja, dass du andere Verpflichtungen hast. Es war einfach vollkommen idiotisch von mir anzunehmen, dass ich dir in irgendeiner Weise wichtig sein könnte. Du bist mir wichtig, aber meine Ehe ist es auch und die geht im Moment nur mal vor. Ja, natürlich. Entschuldige, aber wenn Ansgar mich hier mit dir sieht, gib nicht auf, ja? Okay, pass auf. Du teilst, aber ich darf mir meine Hälfte aussuchen, okay? Was ist das denn für ein Deal? Das hat unser Vater auch immer mit uns gemacht. Das ist gerecht und funktioniert super. Hat er vielleicht auch ein Bundesverdienstkreuz bekommen? Ja, 2 Stuhlköpfe wie euch zu erziehen war bestimmt nicht einfach. Was heißt denn hier bitte 2? Ich war super pflegeleicht. Soll ich weiter, Pinocchio? Ich habe noch ein paar frisch gekühlte Getränke mitgebracht. Hey! Die sind gut. Die sollten wir ab jetzt immer holen. Ja. Ist was? Also bei den Grafensöhnen ist dagegen was in der Erziehung schiefgegangen. Ach, Quatsch. Ja. Können wir dir irgendwas Gutes tun? Im Moment nicht, danke. Entschuldigt. Ich bin heute nicht besonders gesprächig. Ist doch logisch, dass du dir Gedanken wegen der Trennung machst. Das war meine Entscheidung und ich stehe dazu. Ich schau noch mal, ob es doch noch ein paar Würstchen gibt. Für euch auch? Als Max zurückgekommen ist, da habe ich sofort gemerkt, dass da noch eine ganze Menge ungeklärt ist zwischen den beiden.
trotzdem, dass du ihr so einfach das Feld überlässt, also ich hätte das nicht gekonnt. Was hätte ich denn tun sollen? Du warst mit Gregor zusammen. Und wenn er sie wirklich noch liebt? Dann hätte ich ständig damit leben müssen, dass er vielleicht doch irgendwann zurückgeht zu ihr. Du vergisst eine Kleinigkeit. Gregor liebt dich auch. Und er wäre nie auf die Idee gekommen, sich von dir zu trennen. Ist jetzt eh zu spät. Du bereust es also doch. Ich vermisse Gregor. Unheimlich sogar. Und was ist, wenn du noch mal mit ihm sprichst? Wenn du ihm sagst, dass alles ein Fehler war und du es dir anders überlegt hast? Da muss ich jetzt durch. Entweder ihm wird klar, dass er mit ihr zusammen sein will, da kann ich sowieso nicht ändern, oder er entscheidet sich für mich. Ich brauche noch etwas Paprika. Paprika. Ganz gewöhnliches, ordinäres Paprika? Ja. Oder hast du keins im Haus? Doch, doch. Aber ich dachte, nach einer Weltreise stehst du mehr so auf die exotischen Sachen. Was weiß ich, Vogelspinnenmark oder Eidechsenspeichel. Keine Sorge, ich habe mir eine ganze Kiste mit seltenen Gewürzen zugelegt. Aber eigentlich ist das vollkommen unwichtig. So schön es ist, in verschiedenen Ländern zu reisen, interessante Dinge zu erleben. Ja. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich das hier alles vermisst habe. Tut gut, das zu hören. Willst du mal? Ja. Schmeckt. Immer noch sehr speziell. Hallo. Ich nehme das. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Frau Schneider. Wiederschauen. Um noch mal auf Carla zurückzukommen. Du hast natürlich völlig recht. Sie darf dir das Kind nicht vorenthalten. Was soll ich denn machen? Gerichtlich dagegen angehen? Würden sich die Fronten nur noch mehr verhärten. Naja, vielleicht kommt sie ja von alleine zur Vernunft. Sieht nicht gerade danach aus. Tschüss, Charlie. Ach, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Graf Landstein, Gräfin Landstein. Kurt Prönske vom Düsseldorfer Kurier. Dürfte ich ein Foto machen von Ihnen? Gott, ist das Sommer auch immer noch nicht vorbei. Ja. Danke, das war's schon. Die beiden nur den Presserummel ertragen. Naja, dabei war das gerade harmlos. Als Ansgars Sohn verschwunden ist. Naja, Feingefühl ist ein Fremdwort für die Journalie. Wenn ich meine Tochter verlieren würde, ich wüsste nicht, ob ich das verkraften könnte. Daran darfst du gar nicht denken, Lars. Doch, weil es so wäre. Wenn ich keinen Kontakt zu meiner Tochter haben dürfte. Gar nicht viel verändert. Enttäuscht? Im Gegenteil. Musik. Die hörst du immer noch. Immer noch Teil meiner persönlichen Lieblingstop 10. Ich bin so froh, dass ich doch nicht abgereist bin. You're beautiful. You're beautiful.
Sagen Sie, Kitty, hatten Sie nicht heute noch einen Termin bei der Kosmetikerin? Ja, soll ich den Termin absagen? Nein, nein, rufen Sie ruhig das komplette Verwöhnprogramm. Auf Firmenkosten. Wieso das denn? Ja, wenn Sie es nicht annehmen wollen. Doch, doch, ich dachte nur, Ihr Gespräch mit der Gräfin ist nicht so erfolgreich verlaufen. Ja, ist alles nur eine Frage der Zeit. Dauert keine 2 Wochen, dann hängt sie wieder an der Flasche und heult mir die Ohren voll über ihren untreuen Ehemann. Weil dazu muss ich erst die kleine Schneider wieder auf die Spur setzen. Ach, deshalb das Verwöhnprogramm. Ich soll wieder mit diesem kleinen Bauarbeiter essen gehen? Nein, nein. Ich denke, das eine Mal war wirkungsvoll genug. Olivia hat bestimmt schon da eingesehen, dass die große Liebe nur eine dumme Illusion ist. Manchmal ist es wirklich nicht leicht für Sie zu arbeiten. Ja, Kitty, ich weiß, Sie denken darüber anders. Aber zum Glück sind Sie ja nicht in allen Dingen so naiv. Olivia Schneider ist einsam und vor allem verdammt geldgeil. Eine Kombination, die mir gefällt. Wenn ich sie da packe, ist es ruckzuck mit der Harmonie zwischen ihr und ihrer Tante vorbei und sie frisst mir wieder aus der Hand. Hier auf dich gewartet, weil oben niemand war. Hast du kurz Zeit? Ja. Ich habe noch mal drüber nachgedacht, was du vorhin zu mir gesagt hast. So sehe ich die Sache eben, auch wenn du anderer Meinung bist. Nein, Lars, du hast völlig recht. Meine, unsere Tochter kann nichts dafür, dass die Idee von einer Familie zu dritt nicht funktioniert. Es kommt darauf an, ob man will, dass sie funktioniert. Es wäre einfach nicht fair. Weder dir noch der Kleinen gegenüber, wenn sie ohne Vater aufwachsen muss. Sie soll nicht unsere Probleme ausbaden müssen. Und deswegen möchte ich, dass du sie regelmäßig besuchst und Zeit mit ihr verbringst. Wenn du das noch möchtest. Ob ich noch will? Natürlich. Ich habe nur nicht mehr damit gerechnet. Hallo. Hallo. Susanne. Ich würde mich jedenfalls freuen. Dein Kind braucht dich. Das ist mir jetzt klar geworden. €80 Trinkgeld in 4 Stunden. Naja, nicht übel für eine Anfängerin. Ich finde, das ist eine Menge Kohle. Also, wenn ich in so einem Outfit rumlaufen würde, dann käme ich vermutlich das Dreifache. Das glaube ich eher weniger. Olivia, ich kann mich nur wiederholen. Die Gäste sind durch die Bank sehr zufrieden mit dir. Ja, danke. Es macht mir auch verdammt viel Spaß. Ich denke, wenn du dich weiterhin so anstrengst, können wir die Probezeit verkürzen. Also ich werde dich nicht enttäuschen. Gut. Die Weinkarte an Tisch 9, ja? Okay. Und sowas hier sieht die Chefin gar nicht gerne. Von wem ist das denn? Von mir. Für besonders nette Kolleginnen. Oh, jetzt sag schon. Was weiß denn ich? Es hat irgendein Bote für dich abgegeben. Angelo? Wärest du so lieb und bringst Tisch 9 die Weinkarte? Im Zweifelsfall für die Gäste. Du bist ein Schatz. Zaubernde Olivia. Was schreibt mir denn sowas? Das ist ja der komplette Wahnsinn. Der angebotene Tee war sehr lecker. Gerne, danke. Ich dachte, wenn du vielleicht Zeit hast. Nein, habe ich nicht. Susanne, meine Entscheidung steht fest. Und ich will auch nicht mehr darüber reden. Aber entschuldigt, ich muss ganz dringend ins Auktionshaus. Carla. Ist alles in Ordnung? Ja, ja. Ich hab's eilig. Ja, ich gehe dann mal nach oben. Vielen Dank für die Einladung. Grillen kam genau richtig. Immer gerne.
Boah, ich habe viel zu viel gegessen. Hoffentlich rächt sich das nicht in der Spätschicht. Leonard sieht auch nicht mehr so super frisch aus. Ich schätze, ihr müsst euch gegenseitig wach halten. Also, irgendwas wird uns da schon einfallen. Und wenn irgendwas ist, ruf an. Ja, mach ich. Ja, also... Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Du hast ja gesehen, sie gibt mir nicht die geringste Chance. Mein Gott, Susanne, ich würde dir so gerne helfen. Meinst du, es würde was bringen, wenn ich... Nein. Du kennst Carla genauso gut wie ich. Wenn sie sich zu etwas durchgerungen hat, dann... Heißt das noch lange nicht, dass sie das nicht wieder rückgängig machen könnte? Wie bei mir? Carla wird das bestimmt bald einsehen, dass es so nicht weitergeht. Und dass ihr euch irgendwie arrangieren müsst. Allein wegen der Kleinen. Das ist doch alles nicht wahr, oder? In Wirklichkeit liege ich am Strand in der Karibik und träume nur davon, in den Armen meiner großen Liebe in Düsseldorf zu liegen. Nein, du träumst nicht. Weißt du, als ich damals auf Weltreise gegangen bin, da habe ich im Flieger schon gewusst, dass ich den größten Fehler meines Lebens mache. Eigentlich wollte ich gleich wieder zurückkommen, aber... Aber du bist nicht zurückgekommen. Warum nicht? Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Aus Angst, aus Scham. Oder ich wollte meine Flucht nicht gleich wieder in Frage stellen. Aber anscheinend ist was an dem Sprichwort dran, Reisen bildet. Jetzt weiß ich, wohin ich gehöre und zu wem. Und dass ich dich nie wieder verlassen werde. Wie wär's denn mit was Süßem? Noch süßer? Ja, im No Limits gibt's jetzt Muffins. Wenn du mir versprichst, dass es nicht länger als 2 Minuten dauert, dann nehme ich einen mit Schoko. Okay, bis gleich. Gregor? So glücklich war ich schon seit Ewigkeit nicht mehr. Lass mich weitermachen. Ist es so ungewöhnlich, wenn ich dir im Garten helfen will? Du hast Carla getroffen. Sie macht total dicht. Das kann so nicht gewesen sein, Papa. Ich werde nie etwas mit unserem Baby zu tun haben, niemals. Also so etwas solltest du nicht einmal denken. Carla hat sich endgültig gegen mich entschieden. Hat sie denn gesagt, dass sie sich scheiden lassen will? Ich meine... Hat sie es ausgesprochen? Nein. Oh, bitte. Siehst du, endgültig ist noch gar nichts. Trotzdem. Lars taucht wenigstens auf dem Papier als Vater auf. Er kann seine Rechte einklagen, aber ich... Ach, sie ist das alles viel zu pessimistisch. Carla und ich, wir werden nie eine Familie gründen. Wir werden unser Kind nie zusammen aufziehen. Susanne, Carla steht kurz vor der Geburt. Da spielen die Hormone verrückt. Das hat nichts mit den Hormonen zu tun. Sie hat sich gegen mich entschieden und das ganz bewusst. Und ich kann nichts dagegen tun. Sag mal. Da legen die absoluten Hammer-DJs auf. Heute Abend ist sogar Chill-Out. Party an den Rheinwiesen. Oh, das klingt super. Super, hallo, das wird mega affengeil. Das wird... Oh! Ja, da gibt's so ein kleines Problem. Hörst du die Ketten unterm Tresen rasseln? Mein Bruder, der rückt die Schlüssel immer nur nach Schichtende raus. Gibt's ein Problem? Nein, nicht wirklich.
Gut, Christian, dann machen wir bitte zwei Schokomuffins. Schoko. Und, wie war dein Tag mit Max? War nicht. Der ist noch. Das heißt, die Muffins ja, sind... Ja, ja, genau. Das sind für uns beide. Okay, verstehe. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich dachte eigentlich, du könntest mich hier mal ablösen. Ich will nämlich mit Coco zu einer Party am Rhein. Zwecklos. Mein Bruder hat anderes im Kopf. Ist wohl doch was dran, dass Sex bei Männern die Denkfähigkeit herabsetzt. Naja, jedenfalls bei manchen. Aber glaubst du echt, die beiden haben... Oh. Entschuldigung, hallo. Ups. Ja, ich muss immer wieder. Sag mal, trägst du diese Kette schon den ganzen Tag? Nein, erst seit eben. Aha. Ich habe sie von einem Gast geschenkt bekommen. Was denn hier? Von wem? Ein anonymer Verehrer hat sie bei Angelo für mich abgeben lassen. Einfach so? Ja. Olivia, sag die Wahrheit. Denkst du etwa, ich gehe mit den Gästen aufs Klo? Erzählst mir doch nicht, dass du so eine Kette nur für deinen guten Service bekommst. Charlie, ich hab dir doch versprochen, dass ich keinen Mist mehr baue. Ja, und dass du dich auch daran hältst, das würde ich nicht unterschreiben. Ich habe aus der Sache mit Andy gelernt. Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn wirklich geliebt. Dass er mich jetzt einfach abschießt, das habe ich mir selber zuzuschreiben. Ich kann ja auch verstehen, wenn mir das erstmal keiner glaubt. Ja, also, ich hab dir eine Chance gegeben. Nutze sie. Ich schwöre dir, ich will den Job hier. Und den werde ich bestimmt nicht aufs Spiel setzen. Das waren mehr als 3 Minuten. Dafür ist eine Entschädigung fällig. Und ich weiß auch schon welche. Der Muffin ist es nicht. Der kommt jetzt genau richtig. Hör zu, Max. Entschuldige, du magst keine Krümel im Bett. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Was? Wieso denn? Es war ein Fehler. Ein Fehler, dass wir beide... Es tut mir leid, Max. Das zwischen uns ist vorbei. Ich weiß jetzt, wen ich wirklich liebe. Sarah.